Offiziell präsentiert von der EVA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weapon Care. Servus liebe Leute, ich bin Sam Moos von Low Ready Media von der EVA 2023 am Stand von Honosan. Wir haben schon tolle Produkte gesehen, wir haben neue Produkte gesehen, wir haben innovative Produkte gesehen. Eins dieser innovativen Prototypen, that's right, Prototypen, den habe ich in der Hand. Ich bin glücklicherweise von Holosan angesprochen worden. Die haben gesagt, hey Moritz, willst du dir mal was angucken? Ja. Dann drücken sie mir das Ding in die Hand und ich sage, boah, das ist eine echt coole Mikrowelle, bisschen hoch, aber was kann es? Es ist eine Thermaloptik. Dann habe ich gesagt, naja, Thermal ist ja noch jetzt nicht ganz so ungesehen in der Branche. Und sie sagen, ja, aber wart mal ab. Das kann was, was vielleicht die vielen anderen nicht können. Also, hier oben sitzt der Thermalsensor. Der hat mehrere Modi. Eins ist der Outline-Modus, den ich schon ganz cool fand. Aber wenn ich jetzt, Achtung, diese Klappe hier, zack, einmal aufmache, ja, jetzt sind wir im Red Dot-Bereich. Und was jetzt passiert ist, der Red Dot-Bereich wird über den Thermalbereich überblendet. Wie cool ist das bitte? So, dann habe ich das jetzt ungefähr eine Stunde am Stand damit rumgespielt, durfte denen alle Löcher in den Bauch fragen. Schießen wir mal los. Also, wir sind hier in der Pro-Variante unterwegs. Die Pro-Variante unterscheidet sich von der, naja, Standard-Variante in Bezug auf, dass der Sensor, der für dieses Thermalbild zuständig ist, 30% größer ist. Das Display, worauf wir quasi durch einen Spiegel gucken, 30% größer ist. Und es gibt 10 Stunden Battery Life, also 10 Stunden Akku bei vollem Betrieb. In der Standard-Variante ist zwar der Sensor kleiner, deswegen das Bild nicht ganz so gut aufgelöst. Es ist aber auch weniger Energieverbrauch. Es gibt 20 Stunden Batterielaufzeit. Das ist aber natürlich nicht alles. Nein, neben diesem Outline-Modus gibt es noch die Standard-Weiß-Grün- bzw. Grün-Schwarz-Modi. Und es gibt einen Digital-Zoom. 4 Stufen, zeigen wir hier. Extrem cool. Und natürlich gibt es dann in zukünftiger, wollen Sie es auch noch reinbauen, die Möglichkeit, das Ganze aufzunehmen. Also dann ist hier eine Kamera drin, du kannst Bilder machen, du kannst es runterladen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich auf Thermal keinen Bock habe und sage, ich will jetzt eigentlich nur das Red Dot benutzen, kann ich auch Thermal ausstellen. Und dann ist es einfach ein Red Dot. Dafür lebe ich ja so ein bisschen, über wirklich coolen Kram zu berichten, der jetzt vielleicht noch gar nicht im Handel ist. Wir haben gesagt, so, pass auf, das Launch-Window ist ungefähr Februar. Es gibt auch schon ungefähr so einen Preis. In der Pro-Variante sind wir ungefähr bei $2,300. In der Standard-Variante ungefähr bei $1,600. Wann kommt das raus, Moritz? Nun, wollten Sie mir nicht ganz so sagen, aber Sie haben so ungefähr auf Februar nächstes Jahr getippt. Also, Innovation bei Holosun, der Prototyp. Er sagt, es gibt ungefähr 30 Stück gerade auf der Welt. Einen halte ich in den Händen, deswegen schwitze ich ein bisschen, weil ich Angst habe, was passiert, wenn er runterfällt, was kostet das? Das Holosun DRS TH Pro gibt es übrigens, ach so, 50 Frames per Second, also 50 Bilder pro Sekunde in der Thermaleinheit. Das Ganze hatte mir vorhin gezeigt, es gibt auch nochmal als digitales Nachtsichtgerät, also in der Digital Night Vision Version, die hat sogar 60 Frames, da gibt es sogar einen IR Illuminator. Vielleicht mache ich darüber jetzt auch noch ein Video, mal gucken. Der eine oder die andere mögen sich jetzt vielleicht fragen, naja gut, aber es sieht ja ganz cool aus, aber auf welche Entfernung funktioniert das? Ich habe mal gefragt, er sagt, na, theoretisch also bis 600 Yards ohne Probleme. Er hat mir vorhin aber auch gesagt, man kann sich auch Flugzeuge dadurch angucken. Also nicht irgendwie 50 Meter, 60 Meter, 70 Meter, 600 Yards. Naja, ist jetzt nicht ganz sauber umgerechnet, aber sagen wir mal 590 Meter oder 610, irgendwas dazwischen. Also eine viel höhere Einsatzdistanz, als ich jetzt im ersten Moment angenommen hatte, aber ich bin ja auch noch ein Laie, ich lerne ja auch noch was. Baut ein bisschen hoch auf, keine Frage, kann aber dafür auch viel. Jetzt muss ich die Jungs und Mädels von Holosun nur noch davon überzeugen, dass sie mich auch mal in der Folge von Low Ready Media damit rumspielen lassen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, ich glaube, es steht gut aus. Die sind uns, glaube ich, heute ganz wohlgesonnen. Sonst hätten sie mich ja nicht angesprochen. Vielleicht sagen sie aber auch, danke, ist okay. Liebe Leute, das Holosun DRS TH Pro. Im Vergleich zur DHS Standard weniger Batterielaufzeit, dafür besseres Bild. Thermal und Red Dot in schönster Vollendung, zusammenarbeitend, aber natürlich auch unterschiedlich verwendbar. Ja, wiegt auch ein bisschen. Schauen wir uns später mal vielleicht in einer eigenen Folge dazu an. Ansonsten bleibt dran, wir senden noch den ganzen Tag von der EVA 2023. Ich bin raus, euer Amigo Augenring, der Mo am Stand von Holosun.